Das sind wir. So, meine Damen und Herren, es haben sich die Reihen, wie das immer ist, nach langen Diskussionen an einem langen Tag ein ganz kleines bisschen gelichtet. Ich freue mich sehr, dass der Minister für Wirtschaft aus Brandenburg, Herr Professor Steinbach, inzwischen zu uns gelangt ist, der gleich in einer interessanten Diskussion mit Sicherheit uns auch einiges zu erzählen hat. Nehmen Sie Platz. Ich darf noch mal ganz herzlich bitten, aber jetzt haben schon so viele so viel gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird, weil es schallt, wie gesagt, von hinten vor. Und ich freue mich jetzt sehr, ich habe eine ganz einfache Aufgabe. Ich darf nämlich das Mikrofon direkt übergeben an Carsten Wiedemann. Und wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass er Leiter des Hauptstadtbüros von Energate Messenger ist. Er ist nämlich Journalist und leitet die Energiepolitik und wird uns hier mit den Diskutanten vertraut machen. Dankeschön für die Begrüßung. Auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, dass doch noch einige da geblieben sind. Wir wollen jetzt in den nächsten gut anderthalb Stunden nochmal vertiefend über das Thema Wasserstoff reden. Und wenn Sie dann alle hier bleiben, dann werden Sie nachher mit einem Abendessen belohnt. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich in jedem Fall hier zu bleiben und uns zuzuhören. Es werden spannende Vorträge werden und danach eine spannende Diskussionsrunde, die wir dann ab 18.30 Uhr hier oben haben. Und damit ich auch nicht so viel rede, dann darf ich direkt Herrn Dr. Dirk Flandrich nach oben bitten. Er wird jetzt in einer kurzen Präsentation über das Projekt Doing Hydrogen sprechen und er ist Projektinitiator bei Gascade. Bitte schön. Hallo, hallo. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank für die Einladung, Herr Schaller. Und ja, für die Gelegenheit, ein spannendes Projekt mal vorstellen zu können. Ich stehe hier für Gascade. Die Gascade Gastransport GmbH ist ein Erdgasnetzbetreiber und zwar ein Ferngasnetzbetreiber, also einer mit den großen Leitungen. Und wir haben in Deutschland verschiedenste Leitungen, womit wir eigentlich ganz viel abdecken. Die Nord Stream-Leitungen kommen bei uns rein. Die polnische Leitung kommt bei uns rein, die Ukraine-Leitung auch und es geht auch nach Holland und Belgien. Und wir haben uns gedacht, was machen wir denn, wenn dekarbonisiert wird? Ja, und schon sind wir beim Wasserstoff gelandet. Und das ist ein Projekt, das ich Ihnen gerne vorstellen würde. Wir haben es Doing Hydrogen genannt, das wir jetzt in Wasserstoff machen. Und die Idee dahinter ist, oder wir haben uns erstmal überlegt, wo fangen wir eigentlich an und haben gesehen, im Westen gibt es schon eine ganze Menge, dann schauen wir doch mal, ob Ostdeutschland nicht noch was geht. Und muss ich mal einen weiterschalten, so. Und haben angefangen, Business Development zu machen. Also wirklich bei Null beginnend mal Akteure im Markt anzusprechen, ob man nicht irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt hinkriegt, was über die Wertschöpfungsstufen geht, wo wir also Produktion drin haben, wo wir Absatz drin haben, Speicherung möglichst, ja, und eben auch Transport. Und Transport, das soll unser Anteil sein, den wir aber auch nicht alleine, sondern zusammen mit der ONTRAS abdecken wollen. Weil die ONTRAS natürlich im Gebiet auch eine ganze Menge Leitungen hat und wir reden ja nicht nur über Neubau, wir reden auch über Altleitung und Umstellung, wenn wir über Erdgasnetze und Wasserstoff reden. Ich darf ganz kurz das Projekt vorstellen, da haben wir einmal die Apex, die ist im Rostocker Umland, die möchten dort mit Windstrom und Elektrolyse Wasserstoff herstellen und bei uns einspeisen. Ja? Dann haben wir die Enertrack, die ist ja, denke ich, mittlerweile bekannt, die haben an die 700 Windkrafträder, auch ein recht groß gewordenes Start-up, auch die wollen das machen und zwar an verschiedenen Stellen entlang der Leitung. Ja, dann gibt es eben das Projekt 5.6 oder Teilprojekt 5.6. Das decken Gascade und ONTRAS ab und an Absatz haben wir im Portfolio die Cemex, das ist der größte deutsche Zementhersteller. Die haben in Rüdersdorf, 50 Kilometer östlich von Berlin, ein Werk und da werden die oder da emittieren die eine ganze Menge CO2 und Wasserstoff ist eine Lösung dafür, weil man mit dem CO2 und dem Wasserstoff kann man eben synthetischen Kohlenwasserstoff herstellen. Ne? Und wir haben die Vattenfall, und zwar die Vattenfall Wärme Berlin, ja, die
ihr Heizkraftwerke betreiben. Und wenn man sich die Studien anguckt, auch die von Agora, dann sieht man, nur mit Elektrik wird es da auch nicht gehen, da sind auch Wasserstoffanteile geplant. Das ist so im Großen und Ganzen das Projekt und wir wollen die Leitung bauen, also beziehungsweise umstellen, und zwar von Rostock bis an die Kante nach Leipzig, wo es dann ein Anschlussprojekt gibt zum Chemiedreieck und mit einem Stich nach Berlin und einem nach Rüdersdorf. Das ist unser Projekt. Wenn man jetzt da mal so ein bisschen reinzoomt, dann sieht man das Transportprojekt dort hervorgehoben, das ich gerade schon angesprochen habe, und wir nennen es ein ostdeutsches Startnetz, das könnte es sein. Ja? Und das ist auch die Idee dahinter, dass wir sagen, das ist der Anfang, dieser T-Bone, und wir wollen das dann natürlich größer machen und wollen die entsprechenden Industrieschwerpunkte in Ostdeutschland abdecken damit. Ja? Man kann das natürlich auch nach Tschechien weiterführen, man kann Polen andocken und man kann und wird natürlich auch Westdeutschland andocken. Da gibt es schon Anschlussprojekte und als ja, IPCEI-Kandidat sozusagen, ja, das ist ja das Förderprogramm, was gerade läuft, das europäische, da wird es auch einen Anschluss an Salzgitter geben, den die Ontras dort mit Partnern vorhat, und das führt dann dazu, dass man auch an Westdeutschland angeschlossen ist und damit dann auch an die Niederlande etc. Ne? Das ist die Perspektive. So, was wir gemacht haben dann im zweiten Schritt, ist, dass wir versucht haben, die ostdeutschen Projekte einzusammeln. Und da gibt es ein Projekt am Rostocker Hafen zum Beispiel, der Hightech-Hafen Rostock. Dann gibt es, sind ja wahrscheinlich auch hier oder sind gleich auch mit Vortrag und Podium dabei, die Leipziger mit ihrem Live-Projekt. Es gibt diesen Green Hydrogen Hub, wo Linde und Total dabei sind, das ist das Leuna-Ding. Dann gibt es Green Octopus, da wird ein Speicher angebunden, eine Kaverne in Bad Lauchstädt ist da die Idee. Ja, und eben unser Doing Hydrogen, und alles zusammen sind die ostdeutschen Projekte, die Kandidat sind, um Förderung in dem Programm IPCEI Wasserstoff, also Important Project of Common European Interest Wasserstoff, zu bekommen. So, und das ist die erste Bündelung, wo wir also 12 Partner gebündelt haben. So, das könnte die Netzperspektive sein. Was man da sieht, sind also die Netzprojekte, die die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber eingebracht haben. Ja, und da sieht man eben unser Projekt von Rostock runter. Man sieht aber auch über Leuna dann den Anschluss nach Salzgitter und dann geht es weiter. Da ist auch Gasunie dabei und an der Westgrenze sind Open Grid Europe und Thyssengas, sind verschiedenste Akteure dabei. Und so versucht man das dann zu vernetzen mit Dänemark, mit Holland, mit Belgien. Ja, perspektivisch sicherlich auch mal mit Polen und Tschechien, aber die sind im Moment noch nicht so weit. Ja, das ist jetzt mal ein ganz grober Zeitplan und der ist natürlich auf Ziel gestrickt. Die Projekte mussten 2026 in Betrieb gehen, also gehen sie 2026 in Betrieb nach Planung. Wer sich mit sowas auskennt, weiß, dass da vielleicht auch noch mal ein Jahr drin steckt. Aber wir planen sportlich und wir gucken, was geht. Wir haben ja durchaus einen Track Record, dass wir größere Projekte doch in time sauber umsetzen können, und das ist die Idee, dass wir also bis 2026 damit in Betrieb gehen. So, damit bin ich auch schon beim Kontaktchart und bin durch. Herzlichen Dank. Jetzt glaube ich aus. Jetzt müsste es wieder gehen. Herzlichen Dank auch, dass Sie in der Zeit geblieben sind. Wir sehen Sie gleich noch in der Diskussion. Dann kommen wir zur nächsten Projektvorstellung von Stefan Garabet von Sunfire, der CFO von Sunfire. Er wird über H2 Zara sprechen, uns das vorstellen und wird zugeschaltet. Und da ist er schon. Herzlich willkommen. Wir können Sie hören. Ja, besten Dank. Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Beitrag und auch an Sie die Bitte, sich an die Zeitvorgabe zu halten. Vielen Dank. Ich gebe mir große Mühe. Herzlichen Dank. Ich teile mal meinen Bildschirm mit der Präsentation. Gehen wir hier noch auf Fullscreen. Sie können
Einen Augenblick. So, können Sie die Präsentation sehen? Ja. Hervorragend. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich möchte mich zuallererst bei Ihnen entschuldigen, dass ich nicht vor Ort sein kann. Bei uns bei Sanfa ist sozusagen gerade High Noon. Wir stecken gerade mitten in einer wichtigen Finanzierung, was auch Teil meines Vortrags jetzt hier sein soll. Und noch dazu ist unser CEO heute Morgen Vater geworden. Auch das, sage ich mal, strapaziert die Ressourcen hier vor Ort, aber das ist natürlich positiver Stress und er lässt Sie auch alle schön grüßen. Aber dementsprechend war es mir leider nicht möglich, heute vor Ort da zu sein. Ich bitte Sie, das zu entschuldigen. Kurz vielleicht über Sunfire. Wer sind wir? Sunfire ist ein führendes europäisches Elektrolyseunternehmen, was es auch schon seit geraumer Zeit gibt. Also nicht mehr wirklich Startup im klassischen Sinne. Sunfire wurde vor 11 Jahren gegründet und ist mittlerweile auch herangewachsen zu einem Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern und auch einem wirklich beeindruckenden Track Record, was Technologieentwicklung angeht. Wir können heute ein Portfolio an Elektrolyseuren vorzeigen mit 2 Kerntechnologien. Das ist zum einen die druckalkalische Elektrolyse-Technologie, die Sie jetzt hier auf der Seite, auf der linken Seite sehen, und dann die innovative Hochtemperaturelektrolyse, die mit einem höheren Effizienzgrad nochmal deutliche Kosteneinsparungen für den Kunden versprechen soll, die allerdings im Gegensatz zur Alkali-Elektrolyse noch ein bisschen weg von der Marktreife ist, wo wir noch weiter in Entwicklung stecken. Grundsätzlich hat aber Sunfire tatsächlich auch schon in den letzten Jahren wirklich Erfahrungswerte aus über 70 Projekten sammeln können. Dazu weisen wir jetzt auch schon mittlerweile die Erfahrung aus über 250 Megawatt installierter Kapazität auf. Vordergründig mit Druckalkali-Elektrolyse, die Sie auf der linken Seite sehen, die tatsächlich auch schon die Robustheit und die Marktreife hat. Wir planen, über 500 Megawatt an installierter Produktionskapazität in den nächsten 2 Jahren aufzubauen. Und wie sind wir bis hierhin gekommen? Also Sunfire hat über 100 Millionen an finanziellen Mitteln eingesammelt in der Vergangenheit. Der größte Teil davon waren Privatinvestoren. Aber zusätzlich war Sunfire auch sehr erfolgreich in der Bereitstellung von Fördermitteln, besonders für die Entwicklung der Hochtemperaturelektrolyse, die Sie auf der rechten Seite sehen. Unsere Elektrolyse wird, oder grüner Wasserstoff, der durch unsere Elektrolyse produziert werden soll, soll vordergründig jetzt zukünftig in den Bereichen der Stahlproduktion, Raffinerien, Energie, aber auch im Bereich der Chemieindustrie sowie dann auch Mobilität vordergründig hier auch im Flugverkehr eingesetzt werden. Und ich denke einfach so, jetzt für uns auch Key Message jetzt mit dieser kleinen Intro, was Sunfire angeht, ist wirklich zu zeigen, dass auch wenn sich dieser Markt jetzt gerade öffnet, Sunfire hier wirklich ein führender Anbieter von Elektrolyse-Equipment ist, auf Augenhöhe mit etablierten deutschen Industriekonzernen. Für uns jetzt vor allem jetzt die nächsten Jahre entscheidend sind, an dieser Marktöffnung teilzuhaben und uns weiter auch als Industrieunternehmen zu etablieren. Der Begriff Startup wird immer noch ganz gerne in den Mund genommen, aber ich glaube, Sie können nachvollziehen, dass mit der Größe, die wir jetzt tatsächlich schon erreicht haben, bin ich wirklich mehr über den Begriff Startup jetzt hier, dass der nicht mehr wirklich passend ist, sondern dass wir uns wirklich jetzt hier als kleines Industrieunternehmen jetzt wirklich zur Hochskalierung vorwagen möchten. Nächste Seite. Worum geht es jetzt konkret auch bei uns zukünftig? Wofür wird Finanzierung gebraucht? Wie Sie sich vorstellen können, wir befinden uns jetzt gerade an der Schwelle von der Technologieentwicklung hin zur Hochskalierung und damit auch der Massenproduktion von Elektrolyse-Equipment. Und hier soll es jetzt wirklich darum gehen, auch Elektrolyse-Equipment im Gigawatt-Maßstab zu fertigen. Und das ist auch dann ein dementsprechend kapitalintensives Vorhaben. Wir sind, wie Sie sich vorstellen können, auch immer noch da auf private Investoren angewiesen, wie auch öffentliche Fördermittel. Sunfire ist nicht bankable im klassischen Sinne. Es ist nach wie vor sehr kapitalintensiv, die Technologie weiterzuentwickeln, aber jetzt auch die Produktion hoch zu skalieren. Deswegen wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir auch zukünftig öffentliche Fördermittel da einwerben können. Und IPCA spielt ja wirklich eine sehr zentrale Rolle. Und wir sind unglaublich dankbar, dass auch die Bundesregierung Wasserstoff als IPCA förderfähig eingestuft hat.
Wir sind hier im Rahmen des Projekts H2Zara tätig, in einem Verbund mit Partnerunternehmen wie Tesco, Volt und Vetas. Hier geht es um die erste Ausbaustufe oder um quasi den Aufbau einer Massenproduktion sozusagen für Wasserstoffelektrolyse, nämlich ganz konkret bis zu 1 Gigawatt für die alkalische Elektrolyse, die Sie bereits auf der Vorderseite gesehen haben, sowie 500 Megawatt für die Hochtemperaturelektrolyse. Das Gesamtpaket, also wenn tatsächlich dann mal die Produktion steht, der Zeitraum bewegt sich hier von 2022 bis 2027. Wenn in 2027 die Produktion voll ausgelastet ist, reden wir hier über ein potenzielles Einsparvolumen, was CO2 angeht, von ungefähr, was die Größenordnung hat von dem CO2-Footprint von ungefähr 330.000 Menschen, was ungefähr einer mitteldeutschen Kleinstadt ungefähr entspricht. Also quasi der Beitrag, den quasi jetzt auch dieses Vorhaben zur CO2-Reduzierung leisten kann, doch sehr erheblich ist und dementsprechend auch mit Recht fördermittelfähig sein soll. Dementsprechend hoffen wir sehr, dass wir auch da mit unserem Fördermittelantrag erfolgreich sein werden. Wir sind da sehr weit vorgedrungen und auch sehr dankbar für die Unterstützung, die wir in diesem Kontext bereits von auf sächsischer Seite hier bereits erhalten haben und hoffen, dass sich das fortsetzen kann. Noch vielleicht zum Schluss, wir möchten hier nochmal darauf eingehen, über unsere Stellung in Ostdeutschland. Wir sitzen jetzt in Dresden, seit 11 Jahren hier ansässig und fühlen uns hier sozusagen pudelwohl und wir behaupten auch, eine kleine sächsische Erfolgsstory in dem Sinne zu sein, was Innovation angeht. Wir haben hier vor Ort wirklich exzellente Bedingungen. Wir finden hier wirklich hervorragend qualifizierte Fachkräfte. Die TU Dresden ist nicht weit und ein beliebter Talentpool sozusagen für uns. Die politische Unterstützung, wie ich bereits sagte, ist wirklich sehr, sehr positiv hier. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir vor Ort erfahren. Berlin ist auch nicht weit von hier, wenn das überregionale Unterstützung sein soll. Noch dazu sind wir hier sehr gut verbunden, auch mit wichtigen Zulieferbetrieben, die wir in der Umgebung haben. Und das ist auch eine Supply Chain quasi, die wir fortläufig ausbauen. Und noch dazu haben wir auch hier ein Umfeld, wo wir auch andere innovative Player um uns herum haben. Heliatec, ein Beispiel, mit denen auch ein guter Networking-Effekt quasi vor Ort fähig ist. Und deswegen denke ich auch hier, glaube ich, betrachten wir hier unsere Location sozusagen in Dresden, in Ostdeutschland, wirklich als sehr opportun für unser Vorhaben hier und fühlen uns sehr wohl und hoffen, dass wir auch nach wie vor hier die Unterstützung vor Ort bekommen können. Damit hoffe ich, habe ich meine Zeit ausgereizt, ausgeschöpft. Ja, herzlichen Dank. Ganz herzlichen Gruß nach Dresden und weiter viel Erfolg auf jeden Fall auf dem Weg. Dankeschön. Und das nächste Mal sehen wir uns dann sicher hier auf auch jeden in Persona. Fall. Unbedingt. Unbedingt. Prima. Dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Projekt. Das Projekt Live wurde ja auch schon eben angesprochen. Und dafür darf ich Herrn Dr. Michael Heidt nach vorne bitten. Er ist Geschäftsführer der EDL Anlagenbau. Und auch für Sie gilt, die Zeit ist knapp. Herzlichen Dank. Test, ja, sehr gut. So, vielen Dank für die einleitenden Worte und herzlich willkommen zu unserem Vortrag zu dem Thema Live. Wasserstoff in der Praxis, den Drücker haben wir hier. Schauen wir mal. Geht das? Ist der abgeschaltet? Ah, okay, super. Gut, dann sind wir beim nächsten Slide. Unser Verbundvorhaben Live besteht eigentlich aus drei Hauptsystemen, der Erzeugung, dem System und dem Transport. ONTRAS wurde auch schon erwähnt, ist natürlich ein wesentliches Thema
für die Sektorkopplung Transportsysteme zu haben. Im Bereich Erzeugung stellen wir Wasserstoff, aber auch PTL-Kerosin, Naphtha und Wärme her. Das heißt, wir haben eine sehr umfassende Sektorkopplung hier von der Wasserstofferzeugung bis dann zum Flugbetrieb. Die Leipziger, die stellen Strom, Wärme und Wasserstoff her für Gebäude, für Wohnungen, für Mobilität. Und die Ontras verbindet das Ganze hinsichtlich Wasserstoff. Zunächst mal zum System. Da gibt es das Energiezentrum Leipzig Süd, wo letztendlich ein Wasserstoffkompetenzzentrum besteht, wo dann zukünftig über Elektrolyse Wasserstoff erzeugt werden wird und dann im Heizkraftwerk Süd und Solarthermie eine sehr gute Sektorkopplung stattfindet. Auf dem folgenden Slide ist es ein bisschen deutlicher dargestellt. Wir haben verwendet hier erneuerbare Energien, wandelt es über Elektrolyse und eine Wärmepumpe in Wasserstoff und Wärme um und verbindet in Verbindung mit einem Wasserstoffkraftwerk, erzeugen wir dann Strom und entsprechend Wärme und auch Wasserstoff für Verkehr und Haushalte und Industrie. Im Bereich Erzeugung wollte ich Ihnen zunächst mal zum Thema PTL-Kerosin eine kurze Einleitung geben, weil bisher wird sehr viel natürlich über Wasserstoff gesprochen, aber wir gehen natürlich in der Sektorkopplung weiter. Wir brauchen Kohlenwasserstoffe für den Flugbetrieb, weil dort natürlich auch in 2050 nach Aussagen von Airbus und anderen etwa 80% der Flugzeuge, die heute unterwegs sind, auch zukünftig noch in Betrieb sein werden. Also ohne Kerosin wird dieser Flugverkehr schwierig aufrechtzuerhalten sein. Anhand der Roadmap von der Bundesregierung habe ich hier mal die Darstellung gemacht, wo sie über erneuerbaren Strom und Elektrolyse Wasserstoff herstellen. Und dann benötigen sie natürlich eine Kohlenstoffquelle, was CO2 oder auch aus Biomasse sein kann. Und dann über entsprechende weiteren Verfahrensstufen kommen sie dann zum Kerosin. Oben hatte ich Ihnen erwähnt, was die RED II definiert, und in der Umsetzung für Deutschland bräuchten wir 2026 0,5%, was etwa 50.000 Tonnen an PTL-Kerosin bedeutet. 2030 wären das schon 200.000 Tonnen. Das heißt, es bleibt nicht viel Zeit eigentlich, um diese Mengen herstellen zu können. Hier sind mal die wichtigsten Vorteile dargestellt von dem PTL-Kerosin. Zusammenfassend kann man sagen, man kann natürlich hier die Treibhausgas-Emissionseinsparungen erzielen, aber was wichtig ist, ist natürlich, dass dieser Kraftstoff heute schon nutzbar ist als Drop-in-Kerosin. Das heißt, wir brauchen keine Veränderungen von Flugzeugen und Tankinfrastruktur und er ist zugelassen. Es schafft eine weitestgehende CO2-Neutralität. Aber um die Quoten dann 2026 zu erfüllen, müsste 2022 schon mit der Planung von diesen Projekten begonnen werden. Voraussetzung für solche Projekte ist natürlich, dass man Technologien hat, die industriell umsetzbar sind und erfordert eine Offenheit bei der Auswahl von den grünen Kohlenstoffquellen. Und man benötigt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, weil solche Anlagen natürlich rund um die Uhr das ganze Jahr lang laufen. Die HiCaro-Anlage, wie wir die genannt haben, ist die derzeit einzige industrielle Anlage, die PTL-Kerosin erzeugen wird. Ein paar Eckdaten zu der Anlage. Wir benötigen etwa 90 Megawatt an Leistung und um die 7 Tonnen pro Stunde an grünem Methan und erzeugen 40.000 Tonnen an Kerosin, grünem Naphtha und Wasserstoff. Die Anlage soll am Standort in Böhlen-Dippendorf errichtet worden, in dem Industriepark, wo derzeit die Dau betreibt. Und dieses Anlagendesign, das wir hier entwickelt haben,
ist dann komplett CO2-emissionsfrei in der Produktion. Das heißt, alles CO2, was entsteht, wird in der Anlage auch wieder verwendet. Geplanter Produktionsstart, wenn wir Anfang nächsten Jahres mit dem Engineering beginnen, wäre das erste Quartal 2026. Im Bereich Transport haben wir in Live Beginn auch an Wasserstoffpipelines um die 70 Kilometer in der Region Leipzig, um entsprechend auch die Anknüpfung an andere Gassysteme oder Wasserstoffsysteme zu ermöglichen, nach Bad Lauchstädt oder in andere Regionen. Hier nochmal aus der Region die Sektorkopplung, wo wir letztendlich in Verbindung mit den Partnern im Flughafen Leipzig, was das Kerosin betrifft, BMW-Werke beispielsweise in Leipzig mit Wasserstoff, das Heizkraftwerk Süd, aber auch die Hikero-Anlage in Böhlen mit der Anbindung hinsichtlich Nafta für die chemische Industrie oder die Produktion dann von Kerosin für Leipzig Flughafen. Wir schaffen hier natürlich mit dem Live schon einige Synergien, die verzahnen die vorhandene Infrastruktur, aber wir haben auch ein sehr breites Spektrum an grünen Energieträgern, wo wir von der Versorgung über Verkehr und Industrie eigentlich die Sektoren verbinden können. Es wäre die weltweit erste industrielle Produktion für PTL-Kerosin, sichert natürlich Arbeitsplätze und Zukunftsfähigkeit am Standort und in der Region. Und darüber hinaus gibt es natürlich diverse weitere Synergien, die wurden ja schon erwähnt in der Anknüpfung an andere Regionen nach Norden, nach Westen und prinzipiell auch nach Osten. Es gibt auch einen Solarpark, einen Windpark, der in der Region entstehen soll und natürlich auch der Industriepark von Dow, was die chemische Produktion betrifft, stärkt es natürlich die Sektorkopplung und die Synergien. Vielen Dank. Gerne stehe ich noch für Fragen dann später zur Verfügung. War sicherlich sehr schnell. Vielen Dank. Was das komplexe Thema betrifft. Vielen Dank, dass Sie sich an den Zeitrahmen gehalten haben. Danke. Ich weiß, der ist knapp. Und gerne dann nachher beim Abendessen bestimmt auch bilateral, wenn es noch Fragen gibt. Dann darf ich jetzt Herrn Danny Wehnert nach oben bitten. Er ist Geschäftsführer der Leipziger Energiegesellschaft und wird jetzt über das Projekt H2 Solarpark Borna sprechen. Und genau, ich stehe hier an der Seite und wenn ich eine Karte hochzeige, dann wird die Zeit knapp. Herzlichen Dank. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen heute ein weiteres, ich denke, sehr spannendes Projekt mitgebracht, was ich Ihnen vorstellen möchte, ein Projekt, was wir gemeinsam mit den städtischen Werken Borna entwickeln, und zwar direkt hier vor der Haustür im Leipziger Südraum, wie gesagt in Borna, der H2 Solarpark. H2 Solarpark deswegen, weil wir hier zwei Dinge verknüpfen, die aus unserer Sicht zwingend zusammengehören, nämlich einen großflächigen Solarpark mit einer Endausbauleistung von sage und schreibe bis zu 600 Megawatt Peak, damit eines der größten Projekte in Europa, und zweitens eine solarstrombasierte Elektrolyse, die aus unserer Sicht die preisgünstigste Form sein wird, grünen Wasserstoff herzustellen. Dazu habe ich folgende Thesen noch mal etwas genauer formuliert. Erstens, die Photovoltaik ist die preisgünstigste Form der Stromerzeugung. Das ist eigentlich weniger eine These, sondern mehr ein Fakt. Und der zweite Teil resultiert zwangsläufig daraus, nämlich der günstigste H2-Erzeugungspreis muss zwangsläufig immer auch eine PV-Komponente enthalten. Zweitens, wir denken, die geringen PV-Stromkosten kompensieren den geringeren Nutzungsgrad eines Elektrolyseurs selbst im Single-PV-Betrieb. Drittens, die Anzahl der Volllaststunden, wo oftmals die Meinung besteht, die ist einfach zu niedrig bei Solar für eine Elektrolyse, ist schlichtweg eine Funktion des elektrischen Leistungsverhältnisses zwischen PV-Leistung und Elektrolyseleistung und beträgt durchaus bis zu 3.500 Stunden.
Und schlussendlich Elektrolyse mit PV ist beliebig skalierbar, überall und vor allem verbrauchsnah einsetzbar und kurzfristig realisierbar mit relativ kurzen Planungszeiten. Die preisliche Darstellung, um das nochmal zu verdeutlichen, Sie sehen hier am unteren Band, im unteren Bereich, das gelbe Band, Solarstrom-Gestehungskosten. Da liegen wir jetzt aktuell schon, wenn man sich mal die Unterkante dort genau anschaut, bei unter 4 Cent. Der Wert ist vorhin auch schon mal gefallen vom Dr. Erfurt. Und schon in wenigen Jahren, im Hinblick auf 2025, denke ich, sehen wir hier die 3 Cent Marke fallen. Ein weiteres Chart, was ich Ihnen dazu zeigen möchte, das ist jetzt Zufall, das habe ich bei den Kollegen von Energate geliehen, zeigt den HyDEX, den Wasserstoffpreisindex. Und da möchte ich ja Augenmerk auf den starken Anstieg auch bei grauen Wasserstoff lenken, der aktuell sogar die 3 Euro pro Kilogramm Marke gerissen hat. Den Wert merken wir uns bitte. Ich möchte Ihnen nämlich gleich vorrechnen, in welche Bereiche wir mit Photovoltaik kommen. Dazu haben wir ein recht umfangreiches Tool entwickelt in Zusammenarbeit mit der HTWK Leipzig. Ein Software-Tool, mit dem wir eine Elektrolyse simulieren können mit hybriden Quellen, nämlich sowohl Windstrom als auch PV-Strom als auch Netzstrom. Wir haben dieses Tool hier mal laufen lassen, nur mit PV-Strom und zwei Szenarien, einmal aktuell für 2021 und mit unseren Annahmen für 2025, bezogen auf einen Kraftwerksblock von 230 Megawatt. Folgende Ergebnisse oder beziehungsweise Eingabewerte zunächst mal. Wir haben mit 3,9 Cent PV-Strompreis gerechnet, einem Elektrolyseurpreis von 800 Euro pro kW und einem fiktiven Wasserstoffverkaufspreis von 3,50 Euro das Kilogramm. Was Sie hier zunächst sehen, ist der Verlauf der Wasserstofferzeugungskosten über das aufgetragene Auslegungsverhältnis Elektrolyseleistung zu PV-Leistung. Ganz links starten wir mit einem sehr kleindimensionierten Elektrolyseur, der entsprechend dann auch hoch ausgelastet ist und kommen dort bereits auf einen Wert von 2,80 Euro pro Kilogramm und gehen dann hoch bis auf 4 Euro pro Kilogramm bei einem Auslegungsverhältnis von in Richtung 80%. Schaut man sich eine zweite Kurve an, die stellt die jeweiligen Margenverläufe über das Auslegungsverhältnis dar. So kommt man hier drauf, dass bei 25% Elektrolyse zur PV-Leistung in etwa das Optimum liegt in diesem Szenario als zu wählende Dimensionierung. Des Weiteren noch zu dem Punkt Volllaststunden, hier mal aufgetragen, wie sich die hier in Rot bitte die Spitzenlaststunden, nicht Volllaststunden, und der Nutzungsgrad entwickeln, und zwar von bis zu 40% bei einem relativ klein dimensionierten Elektrolyseur bis in den Bereich von etwa 20%. Aber, und das haben die Kurven gezeigt, auch bei diesen geringen Auslastungen haben wir in dem Preis, den wir gerade dargestellt haben, die kompletten CapEx mit amortisiert. Nun das zweite Szenario für 2025. Hier liegt die Kurve bei einem Solarstrompreis von 2,9 Cent und angenommenen Kostensenkungen bei der Elektrolyse von 500 Euro pro Kilowatt in einem Band von 2 Euro bis 2,80 Euro. Also dort schon unter dem Preis des grauen Wasserstoffs, den wir gerade gesehen haben. Auch das Dimensionierungsverhältnis ändert sich entsprechend und kann dann bis zu 60% gewählt werden. Ein Punkt noch zu den Charts, weil das auch ein Thema ist, fluktuierende Auslastung eines Elektrolyseurs. Hier sehen Sie mal die Tagesverlaufkurve Solarstrom mit Elektrolyse. Bei einer Elektrolyseurauslegung von 10% zur PV-Leistung, dort arbeiten wir doch in einem sehr konstanten Bereich, an einem Beispieltag, dem 21.09. mit durchschnittlichen PV-Situationen. Jetzt zum Schluss noch, wo wollen wir das Ganze implementieren? Am Standort Borna. Sie sehen hoffentlich
rings um die Stadt Borna blaue und rote Flächen. Das sollen die Flächen des Solarparks sein. Sie sehen sehr viel mehr graue Flächen. Das sind die noch offenen Tagebaue. Daran lässt sich so ungefähr abschätzen, wo wir uns befinden. Noch zwei Zahlen zusätzlich. Die Gesamtfläche soll etwa 520 Hektar auf Kippenböden betragen. Und gemessen an, an den Werten der Potenzialstudie Grüne Gase wären wir rein rechnerisch in der Lage, bis zu 6% der Energie für die Erzeugung von grünem Wasserstoff im mitteldeutschen Industrieraum zu liefern. Und deswegen haben wir uns auch gleich ganz aktiv mal auf eine der derzeit vielen kursierenden Wasserstoffkarten im mitteldeutschen Raum mit draufgesetzt, um zu zeigen, wir sind relativ nah dran an der bestehenden Pipeline, die in etwa 8 Kilometer vorbei führt. Und es muss zwingend dieser Karte, finden wir, eine Erzeugungskomponente hinzugefügt werden. Wenn von Erzeugung bislang die Rede ist, dann setzt Erzeugung immer erst bei der Elektrolyse an und nicht beim Grünstrom davor. Es gibt auf dieser ganzen Karte, fehlt aus meiner Sicht völlig die Grundlage für alle weiteren Projekte, nämlich eine signifikante Grünstromkomponente. Und die wollen wir hier setzen. Und in diesem Zuge oder dafür bitte ich oder hoffe ich, Aufmerksamkeit geweckt zu haben und beantworte gerne weitere Fragen nach Gang am Buffet. Danke. Herzlichen Dank, Herr Wienert. Dann kommen wir jetzt zum letzten Kurzimpuls vor der Diskussionsrunde. Dafür darf ich Herrn Dirk Hühnlich nach oben bitten. Er wird über Green Meets Infrastructure sprechen und er ist Prokurist bei Midnetz Strom und Midnetz Gas. Bitte schön. Draufdrücken, Unterschlüssel. Jetzt? Wunderbar. Ja, dann herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute vor Ihnen hier zu stehen und ich freue mich ganz besonders, dass die Region, in der ich lebe, in der ich geboren bin, die Leipziger Region so fortschrittlich beim Thema Wasserstoff ist, bei dieser Zukunftstechnologie. Wir haben ganz interessant jetzt gehört, die großen Leitungen, also das Fernleitungsnetz. Wir haben das Thema Erzeugung, Sunfire beleuchtet in Dresden. Firma EDL, Herstellung von Kerosin, grünen Kerosin, ganz wichtig für den Flugverkehr. Und jetzt auch der Solarpark in Borna, dieser Ansatz, sehr, sehr interessant. Wir wollen ja nachhaltig dekarbonisieren. Wie geht das? Wo sitzen denn die Tausenden von Kunden? Wo sind die denn angeschlossen? Die Industriekunden, die Gewerbekunden, die Haushaltskunden. Und da haben wir ein ganz wichtiges Feld, eine ganz wichtige Komponente aus meiner Sicht vergessen, und die sollten wir betrachten. Und das sind die Verteilnetze. Das sind die bestehenden Verteilnetzstrukturen, die wir schon heute haben, die wir heute mit Erdgas betreiben und die wir betrachten müssen, untersuchen müssen. Und genau bei diesen Strukturen brauchen wir einen Transformationsprozess. Und ich möchte Ihnen im Folgenden mal einen Überblick geben, wie wir als Infrastrukturdienstleister, also die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom und die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas, ein Unternehmen der NVAM-Gruppe, uns genau dieser Thematik widmen, wie wir diese Thematik angehen. Und das sind bei uns drei Schwerpunkte. Das ist der erste Schwerpunkt, das ist die gut ausgebaute Infrastruktur, die wir haben. Heute auf der Erdgasseite. Und wo wir natürlich schauen, wie bekommen wir diese Infrastruktur dann auch künftig genutzt. Das zweite Wichtige ist bei uns das Thema Technologieentwicklung, denn Wasserstoffnetze für viele Industriekunden, für viele Gewerbekunden, dort brauchen wir bestimmte Planungsbetriebsgrundsätze, dort brauchen wir bestimmte Verfahrensweisen, wie wir die Netze betreiben und da müssen wir uns mit beschäftigen. Wir wissen, der DVGW arbeitet an einem Regelwerk. Wir haben bei der Midnetz Gas im Rahmen der HYPOS-Initiative, und da sind wir sehr dankbar, ein Forschungsfeld im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen zurzeit laufen, seit 2 Jahren, wo wir ein Verteilnetz mit 100% Wasserstoff betreiben, wo wir die Betriebserfahrungen sammeln, wo wir das Gas odorieren. Und das sind die wesentlichen Voraussetzungen, dass wir auch künftig mal größere Netzabschnitte, und ich möchte es betonen, nicht nur einzelne Kunden versorgen, sondern dadurch
nachhaltig dekarbonisieren. Also das Thema Technologieentwicklung ist ganz wichtig. Und was aus unserer Sicht noch ein bisschen zu kurz kommt, ist das Thema Kundenorientierung. Das sind die vielen Industriekunden, das ist der Mittelstand, das ist Gewerbe. Wie kriegen wir denn die in so einen Transformationsprozess? Was müssen wir dort tun? Und das ist ein Thema, wo sich die NDAM-Gruppe zurzeit ganzheitlich mit beschäftigt, um auch dort zu lernen. Denn uns nützt nicht nur die Erzeugung und ein paar große Kunden, sondern wir brauchen die große Masse. Ansonsten wird es nicht flächendeckend, ansonsten wird es nicht nachhaltig. Wir haben ein gut ausgebautes Erdgasnetz, 7000 Kilometer Verteilnetz mit Hochdruckleitungen, mit Mittel-Niederdruckleitungen, schließen große Industriebetriebe an, aber auch kleine Kunden, mittlere Gewerbe. Und wir haben geschaut, wie kann man diese Infrastruktur einen Transformationsprozess unterziehen, was für eine Ausgangsbasis haben wir. Wir haben also einen Ist-Zustand genommen, haben gemeinsam mit dem DBI in Leipzig und Freiberg ein Projekt aufgesetzt, um zu schauen, was müssen wir strategisch tun, damit diese Infrastruktur auch künftig für grüne Gase und besonders für Wasserstoff genutzt werden kann. Also Ist-Zustand war der erste Schritt. Der zweite Schritt war natürlich, einen entsprechenden Szenariorahmen zu bilden. Von was gehen wir denn aus? Wie sehen wir die Zukunft? Da würde ich gleich ein paar Worte noch zu sagen. Ganz einfach, künftige Versorgungsaufgaben. Wie entwickelt sich es in der Wärmeversorgung? Wie entwickelt sich es bei Industriekunden bei uns? Wie entwickelt sich das Thema Mobilität? Und was macht denn das Thema Speicherversorgungssicherheit? Da sind wir heute noch gar nicht drauf eingegangen. Ganz wichtiges Thema. Wir haben gewisse Transformationspfade beschrieben in unserem Projekt. Also wir haben auch die Kosten untersucht. Was müssen wir denn tun, um die Infrastruktur bis zum Jahr 2050 wasserstoffready zu gestalten? Welche Investkosten, welche Betriebskosten, welche Erneuerungsstrategien müssen wir durchführen, um diese bestehende, gut ausgebaute Infrastruktur auch künftig nutzen zu können? Denn das ist das Ziel, die wollen wir ja nicht wegwerfen. Ja, und zum Schluss haben wir uns natürlich auch noch mit der Netzplanung beschäftigt und haben unser Netz noch einmal überrechnet, weil wir wissen ja, Wasserstoff und Methan sind zwei unterschiedliche Gase und da muss ich auch noch mal rechnen und muss schauen, wie ist das Ganze dann auch hydraulisch. Was ist das Ergebnis gewesen von unserer Studie? Das habe ich mir hier dargestellt. Wir haben für drei Szenarien geschaut. Wir haben einmal das Erdgas-Szenario genommen, das ist unser Basisszenario und wir wissen ja alle, wo das mit dem Erdgas wahrscheinlich hinlaufen wird. Wir haben geschaut auf ein 20-30% Beimischungsszenario auf der Verteilnetzebene. Ob es nur 20% sind oder 30 oder 25, das wird sich noch, ich sag mal, rausstellen. Da diskutiert der DVGW ja sehr eifrig. Aber das wichtigste Szenario für uns ist natürlich das 100% Wasserstoffszenario. Das ist unser Zielszenario und da haben wir geschaut, wie können wir das erreichen. Fazit an der Stelle, unsere Verteilnetze heute, alle Materialien, alle Rohre, alle Dichtungen, alle Armaturen sind für 100% Wasserstoff geeignet. Es gibt natürlich, und das ist Techniker verständlich, gewisse Messtechnik, gewisse Umwärter, gewisse Sensorik, die können es nicht, weil die sind auf Methan ausgelegt und die muss ich natürlich an der Stelle dann anpassen. Aber gerade solche Komponenten unterliegen Zyklen des Austausches, sind zugänglich, sodass man diese Maßnahmen in der Investitionsplanung und wir schauen da auf einen Zeitraum bis 2050, also da haben wir noch ein bisschen Zeit, im Grunde genommen zielgerichtet umsetzen kann. Wir bauen schon heute, wenn wir neu bauen, 100% Wasserstoff-Ready-Materialien ein, um ganz einfach den Grundstein dafür zu legen, dass die Infrastruktur dann wasserstoffready ist. Mein Fazit an der Stelle, bei allen Wasserstoffbemühungen unserer Region, worüber ich mich sehr freue, brauchen wir einen gesamthaften Ansatz. Und zwar von der Erzeugung bis zum Thema Kunden, ganz, ganz wichtig. Und wir müssen dabei die bestehenden Infrastrukturen beachten und diese Infrastrukturen einen Transformationsprozess zuführen. Es bringt nichts, nur einzelne Leitungen zu bauen. Damit werden wir nicht großflächig, nachhaltig dekarbonisieren und somit unser Energiesystem zukunftsgerecht gestalten. Vielen Dank.